Brüder und Schwestern. Wir waren jetzt fast eine Woche unterwegs in unserer kleinen Gruppe in den Bergen und da erfährt man so einiges. Und eine Erfahrung, die ich immer wieder machen darf, ist, dass man sehr oft die eigenen Kräfte überschätzt. Deswegen muss man immer aufpassen in den Bergen. Und dass man Hilfe erfährt, wo man sie eigentlich nicht erwartet. Ihr kennt das sicher auch aus eurem eigenen Leben. Dass wenn man auf die eigene Stärke das Leben aufbaut, kann es eine Zeit lang funktionieren. Das geht ziemlich gut. Aber irgendwann bleibt einem die Puste aus, man mag nicht mehr, es reicht einem und dann ist die Frage, worauf steht mein Leben, auf welchem Fundament. Eine ähnliche Erfahrung muss heute Petrus machen. Also letzten Sonntag hat Jesus ihm gesagt, du bist Petrus, auf dir werde ich meine Kirche bauen. Und heute sagt er zu ihm, weg mit dir, Satan. Also eine harte Lektion für Petrus sind, glaube ich, die hartesten Worte, die er zu ihm spricht. Und trotzdem tut es Jesus nicht, um ihn niederzumachen, sondern ihm etwas zu zeigen, worum es eigentlich geht. Auch in der ersten Lesung hören wir den Jeremia, das ist so ein Jammerprophet. Also er jammert und jammert und jammert, weil Gott ihn auserwählt hat, damit er etwas tut, was nicht so angenehm ist. Also Jeremia, wenn man das Buch liest, der verkündet nur Unheil und Untergang. Man muss dir vorstellen, Gott wählt dich zu seiner Aufgabe aus, um den Leuten hier in Telfs oder in der Umgebung, wo du wohnst, Unheil und Krankheit, Mord und Totschlag zu verkünden. Keine angenehme Aufgabe. Und Jeremia wehrt sich, was das Zeug hält, gegen diese Aufgabe. Aber wie er selber schreibt, ich quälte mich, es auszuhalten, also diesen Auftrag, und konnte nicht. Er kann nicht mehr und er beklagt sich bei Gott. Also das ganze Buch über. Das ist eigentlich so ein Klagelied des Jeremia. Da gibt es dann noch später als ein eigenes Buch. Aber da im Buch Jeremia, da hat er wirklich Mitleid mit sich selber. Wie schwer es ihm fällt, den Auftrag Gottes zu erfüllen. Und wenn wir auf Petrus schauen, muss man da ein bisschen genauer hinsehen. Weil die Situation, Jesus sagt seinen Jüngern, was Sache ist. Er ist der Messias, das haben wir vorige Woche gehört und alle sagen, hurra, stimmt, super, du wirst uns retten. Und heute sagt er, aber die Rettung besteht darin, dass ich leiden werde und für euch sterbe. Das gefällt Petrus dann nicht. Er nimmt seinen Meister beiseite und sagt, na, du musst aufpassen, sag nicht sowas, sonst werden deine Jünger entmutigt. Die haben dann keine Lust mehr, mit dir zu gehen. Du verdirbst dir deine Chance. Und Jesus sieht in Petrus etwas, worauf er baut, also seine Kirche, wie wir vorigen Sonntag gehört haben. Also diesen Mut, einfach Sachen in Angriff zu nehmen. Und wenn er etwas sieht, dann macht Petrus auch etwas. Also er ist nicht einer, der sich versteckt, sondern einer, der, wenn er die Dinge sieht, das gehört erledigt, Ende der Geschichte. Und er macht es einfach, ohne lange zu überlegen, leider, wie wir heute hören. Weil was tadelt Jesus eigentlich im Verhalten von Petrus? Nicht, dass er aus der Reihe springt, weil deswegen hat er ihn erwählt. Das ist Jesus angenehm. Dass er immer so ein vorlautes Maul hat und sagt, was Sache ist. Aber er sieht auch, dass ihm noch ein bisschen Demut fehlt. Weil er hört Jesus nicht zu, sondern er hat schon seinen Plan. Und so wird's gehen und nicht anders. Und ich weiß, wie der Weg geht. Das ist die Gefahr, wenn man auserwählt ist von Gott. Und das möchte ich euch sagen, jeder von euch ist auserwählt. Großartiges zu tun.
Nicht nur kleine Sachen. Du kannst auch von kleinen Sachen träumen, aber Gott hat dich zu Großartigkeit berufen. Nicht zu einer Vegetation irgendwo am Rande, sondern dass du ein Zeichen seiner Gegenwart in dieser Welt bist. Und an Petrus sieht man, wie das manchmal schiefgehen kann. Weil wenn man sich so sicher ist, ich bin gut mit Jesus unterwegs, da kann man auch fehlen. Und obwohl man Gutes will und eigentlich Gutes tut, weil das, was Petrus Jesus sagt, stimmt eigentlich. Leute lassen sich leicht entmutigen, wenn sie Schwierigkeiten vor Augen geführt bekommen. Ist halt so. Wenn du eine Arbeit suchst, na, und dann dir deine Freunde immer sagen, du, das ist schwierig, du wirst keine Arbeit finden und der hat keine gefunden und da gibt es sowieso nichts und da wirst du wenig verdienen, da wirst du schlecht behandelt und so weiter. Hast du dann noch Lust, nach Arbeit zu suchen? Glaube ich nicht. Jesus nimmt Petrus beiseite und sagt ihm, hallo, du bist nur Petrus, ich bin hier der Chef. Und höre, was ich dir sage, ich werde dich retten. Und wie ich das mache, ist meine Sache, nicht deine. Er weist ihn ein bisschen in die Schranken und das ist völlig okay. Das machen auch Eltern mit ihren Kindern, auch wenn heutzutage diese Erziehungsmethode manchmal in Frage gestellt wird. Es gehört zum Erwachsenwerden, dass man in Schranken gewiesen wird. Und das macht Jesus mit Petrus, damit er ein erwachsener Apostel ist. Und ich glaube, Petrus war ziemlich traurig, enttäuscht über sich selbst, dass er sich so weit hinausgelehnt hat. Aber wie wir sehen, da war etwas in Petrus und in dieser Beziehung zu Jesus, das Bestand hat. Weil, wie wir es aus den Evangelien wissen und aus der Apostelgeschichte und der Tradition, Petrus hat durchgehalten. Wirklich durchgehalten, bis zum bitteren Ende. Und jetzt ist die Frage für dich. Worauf baust du dein Leben auf oder deine Nachfolge bei Christus? Auf deinen eigenen Vorstellungen, was gut und böse ist, was gut und schlecht für mich ist oder für die Welt? Oder versuchst du vielleicht hinzuhören? Hinzuhören, was der Herr dir zu sagen hat für dein Leben. Und ich weiß, das ist manchmal schwierig, weil dieses Hinhören, das bedeutet, mal nichts zu sagen. Und wenn du dir eine kurze Zeit der Stille nimmst, irgendwann diese Woche, versuchst zu beten, wirst sehen, wie schwierig es ist, still zu sein. Weil die Gedanken gehen, weiter. Und man denkt, was gestern war, was jetzt ist, was morgen sein wird oder sein könnte. Aber einmal den Herrn zu Wort kommen zu lassen, das ist schon eine Kunst. Aber das ist auch keine Kunst, die man nicht lernen kann. Ich möchte euch dazu ermutigen, das zu tun, was Petrus schmerzhaft heute lernen muss. Auf den Herrn hinzuhören. Sich einfach mal hinzupflanzen und sagen, Herr, jetzt redest du. Und auch wenn du nur 5 Sekunden aushältst, du darfst darauf vertrauen, dass der Herr auch in 5 Sekunden das schafft, was er mit dir vorhat. Echt, ich bin davon überzeugt. Weil mein geistliches Leben sieht immer so aus, ich habe so 5 Sekunden immer Momente, immer wieder, wo ich mir sicher bin, das ist das, was der Herr von mir will, ich bin hier auf dem richtigen oder auf dem falschen Weg. Und diese 5 Sekunden oder 3 Sekunden sind so prägend, dass ich dann eine Entscheidung fallen kann und durchhalte, mehr oder weniger. Ich bin auch nur schwach eigentlich. Und der Herr lädt dich dazu ein, ihm diese 5 Sekunden zu schenken. Es ist nicht viel. Aber Petrus ist der Stein, auf dem die Kirche gebaut wird. Und dieser Stein kann verschiedene Gestalten annehmen. So
ein festes Fundament und so weiter, auf dem man bauen kann, oder wie heute ein Stolperstein für Jesus. Petrus ist ein Hindernis heute für ihn, das zu tun, was er tun will. Und das kannst du auch in deinem Leben leicht beobachten. Du hast sicher schon das erfahren, wenn du etwas Gutes vorhast, wirklich Gutes, wirst für dich etwas tun, für die Menschen um dich herum oder für Gott, da gibt es immer wieder gute Freunde, die dir sagen, na, mach es nicht, das wirst du nicht schaffen, obwohl du weißt, das ist gut. Hör nicht auf diese Freunde. Du kannst sie weiter lieben, Freundschaft mit ihnen pflegen, aber du musst nicht auf sie hören. Setz dich besser hin und hör, was der Herr dir zu sagen hat. Weil alle menschliche Weisheit ist nichts vor Gott. Das sind nur Erfahrungen, die wir im Leben sammeln oder Dinge, die wir gehört haben. Versuch auf ihn zu bauen. Und wie wir an Petrus sehen, das wirkt und das hat Bestand, wenn man auf ihn hinhört. Wie gesagt, für diese Woche diese Einladung. Versuch, dich darin zu üben, auf ihn zu hören. Das muss nicht lange dauern. Wenn du diese Gnade hast, stundenlang zu beten, super. Ich habe zum Beispiel das nicht. Aber versuch es. Jeden Tag ein bisschen. Muss nicht viel sein. Und es gibt zwar keine Garantie, aber ich bin davon überzeugt, dass der Herr diese Möglichkeit auch nutzen wird, um dir etwas Wichtiges mitzuteilen. So wie es Petrus sagt, du bist der Stein, auf den ich bauen werde, sei aber mir kein Stolperstein. Vielleicht hörst du eine andere Botschaft für dich. Und ich bin dafür nur überzeugt auch, dass jeder von uns den Weg gehen kann, den Petrus gegangen ist. Den Weg einer bedingungslosen Nachfolge. Ohne Bedingungen. Den Menschen kannst du Bedingungen stellen. Gott kann man keine stellen. Und so wie es Petrus heute macht, da sagt Gott, nö, nicht so. Er macht eigene Dinge mit uns und mit unserem Leben. Aber du brauchst keine Angst davor zu haben. Gott ist einer, der dich über alles liebt. Und der hat in dir schon das angelegt, was du zum Leben brauchst. So wie es in Petrus von Anfang an angelegt war, so ist es auch in dir. Hab keine Angst. Nutze die Möglichkeit, die der Herr dir gibt, seien es 5 Sekunden oder 5 Stunden, die du ihm schenkst, egal, er kann diese Möglichkeit nutzen, nutze du sie auch.